Meine liebe Olga, wie versprochen berichte ich dir von meiner Reise durch die deutsche Provinz. Wir wohnen schon lange in Berlin und ich verbringe so viel Zeit damit, über die Deutschen und ihre Heimat zu schreiben. Aber wirklich verstehen? Nun will ich Ihnen über die Kultur auf die Schliche kommen, denn sie ist doch ein Spiegelbild für die Menschen, ganz besonders in der Provinz. Heute, liebe Olga, schreibe ich dir aus Mecklenburg-Vorpommern. Olga, dieses Mal also eine eher einsame Ecke der Bundesrepublik. Mecklenburg-Vorpommern. Seit der Wende sind viele Leute hier weggezogen. Das Bundesland ist von allen am dünnsten besiedelt. Dabei ist es so schön hier. Meck-Pomm, wie es fast schon liebevoll genannt wird, hat über 2000 Kilometer Küstenlinie. Aber wenn hier niemand mehr wohnt, wer soll sich dann eigentlich für die Kultur interessieren, geschweige denn Kultur machen? Ein Künstler aus der Region ist der Fotograf Heiko Krause. Er ist in der Uckermark geboren und aufgewachsen. Manche Fotos von ihm erinnern mich an meine alte Heimat. Ich will mehr von dem Mann wissen und fahre nach Greifswald. Das liegt in Vorpommern, also im Nordosten des Bundeslandes, und ist berühmt für seine Universität. Heiko kam vor vielen Jahren hierher, um zu studieren. Aus seiner deutschen demokratischen Uni-Zeit ist noch etwas hängen geblieben. Heiko? Привет, Владимир. Приветствую. Очень приятно. Очень приятно. Ich habe gesehen, Greifswald ist noch nicht an jeder Ecke so fein herausgeputzt. Ja, es ist schon viel passiert, aber es gibt eben genau diese Ecken. Wenn man vom historischen Kern ein Stück weitergeht, plötzlich sieht die Stadt ganz anders aus. Richtig. Der Wandel der Region nach der Wende hat es Heiko angetan. Wo andere nur den Verfall und die Altlasten sehen, hält Heiko das Besondere mit seiner Kamera fest. Meistens ganz spontan. Und zwar ist das auch bei einem Fahrradausflug einfach entstanden. Es wurde eine Straße neu gemacht. Ne? Also es fand, wie gesagt, dann auch eine Veränderung natürlich statt in der Umgebung. Und das dann einzufangen und diese Gegenstände quasi in diesem Moment in so einer Schönheit einzufangen, das ist sowas, was mich dann eigentlich bewegt und was... Mit den Kollegen, genau dasselbe mache ich mit Literatur. Ja. Für seine herausragende Schwarz-Weiß-Serie Unheimlich still hat Herr Krause letztes Jahr den renommierten Rostocker Kunstpreis bekommen. Seine Bilder sind gerade von einer Ausstellung zurückgekommen und wir packen sie zusammen aus. Seine Kunst wird hier in Mecklenburg-Vorpommern richtig gefeiert. Also für deine melancholische Einstellung, glaube ich, ist der Osten genau der richtige Ort zum Fotografieren. Weil hier findest du natürlich an jeder Ecke einen riesigen Friedhof von verlorenen Hoffnungen, zerplatzten Träumen und verlassenen Autos. Für mich ist es auf jeden Fall keine Melancholie, die Traurigkeit beinhaltet. Eher vielleicht so ein Moment von Sehnsucht, wenn man das so ausdrücken kann. Unheimliche Stille. Das ist unheimlich still, genau. Dann will Heiko, dass ich das Wunder der Fotografie selbst erlebe. Wir fahren zusammen nach Pütnitz. Dort gibt es einen alten Flugplatz, ehemals in der Hand sowjetischer Luftstreitkräfte. Heute ein Technikmuseum. Heiko drückt mir eine Polaroid-Kamera in die Hand. So? Genau, so. So? Genau. Umhängen und dann... Könnt ihr mal lächeln? Sehr fotogen, unser Team. Ich dachte eigentlich, die Polaroid-Fotografie wäre längst ausgestorben. Von wegen. Heute gibt es eine regelrechte Renaissance. Und Heiko hat sich seine Kamera sogar selbst gebastelt. Aber wie du weißt, bin ich ja nicht der größte Fotograf. Und wenn, dann zücke ich, wie die meisten, einfach schnell mein Handy. Hier ist das plötzlich ganz anders. Das kannst nur du fotografieren, Wladimir. Guck mal jetzt durch, mach jetzt mal ein Foto. Mach mal ein Foto in Richtung See. Jetzt. Lebende Menschen in einem Technikmuseum. Ein tolles Bild. Heiko ist übrigens künstlerischer Mitarbeiter an der Uni in Greifswald. Ein echter Experte also. Wie unterscheidet sich für dich ein richtiges Motiv von einem falschen? Was ist das Schöne an dieser Wand jetzt, an diesem Eisen da drauf?
Also wenn du in eine völlig fremde Welt fährst, China oder Japan, wo du auch die ganzen Zeichen nicht dechiffrieren kannst, ja, bist du erstmal von allem, was fremd ist, angetan und fotografierst auch alles. Und du brauchst eine Weile, um zu merken, was sozusagen aus diesem Alltäglichen wiederum das Besondere ist. Und für mich ist diese Konstellation einfach was Besonderes, was ich nirgendwo anders so sehe. Ganz schön geworden. Lichteinfall. Auf der Suche nach weiteren spannenden Motiven fahren wir zum Truppenübungsgelände. Ich musste sofort an meine Militärzeit in der Sowjetunion denken. Die Spuren der militärischen Vergangenheit und der Sowjetzeit sind hier in Pütnitz an jeder Ecke zu sehen. Ach Olga, wie du weißt, habe ich selbst 2 Jahre in der Roten Armee gedient. Mit einem Panzer bin ich aber noch nie gefahren. Wir werden schon erwartet. Wo halte ich mich fest hier denn? Oh Gott, ja. Ich hab's geschafft. Ja. Mensch, aber die von heute, die sind bestimmt bequemer, die Panzer. Ich muss sagen, ein bisschen beeindruckt war ich schon. Was für ein Ritt. Heiko hinter mir wurde allerdings immer stiller und blasser. Eine tiefgreifende Erfahrung. Aber jeden Tag bräuchte ich das wirklich nicht. Am Ende sind wir nur noch froh, dass wir uns heute Morgen nicht besonders schick gemacht haben und fühlen uns wie nach 2 Stunden Ausdauersport. Ich habe gedacht, der biegt jetzt irgendwie links um und die Bäume fliegen uns um die Ohren. Ja, es ist eigentlich doch ziemlich erschreckend gewesen. Die Gegend, sehr schön. Ja. Also ich würde an deiner Stelle noch mal zu Fuß mit einem Fotoapparat dorthin gehen. Ja. Dieser Ort, Olga, erinnert mich an ein untergegangenes Land, trotz des schweren Erbes, ein deutsches Atlantis gewissermaßen. Mir scheint diese alte Geschichte hier eine Art zweites Leben zu bekommen. Es gibt eben diverse andere Orte in Mecklenburg-Vorpommern, wo das also ähnlich ist. Ne, wo also nicht ein bestimmtes halbes Jahrhundert verschwunden ist. Also jedes Gebäude war früher mal was anderes gewesen. Richtig. Der Osten hat eine Art zwei Leben. So wie die Katzen am 7 hat der Osten die 2. Das kann man so sagen, ja. Ein fabelhafter Tag war das mit Heiko. Nur ein paar Kilometer westlich liegt Rostock. Eine Metropole, aber nicht die Landeshauptstadt. Das ist immer noch Schwerin. Rostock hat gut 200.000 Einwohner. Unter anderem leben hier sogar richtige Stars der Rock'n'Roll-Musik. Feine Sahne Fischfilet heißt die Punkband, die hier ihre Wurzeln hat. Die Herren kommen größtenteils vom Dorf. Kein Wunder, dass man da zum Punk wird. Gegründet hat sich die Band 2007. Heute spielen die Jungs bei Rock am Ring und die Masse jubelt ihnen zu. Wir treffen uns an einem Dönerladen. Vladimir, moin moin. Grüße. Grüße. Vladimir. Grüße. Ich bin schon lange unterwegs in Deutschland, aber zum ersten Mal in einem Bundesland des Ostens mit einer Punkband. Ist das eigentlich Punkmusik? Ist das Unterhaltung, Spaß oder politisches Statement? Beides zusammen. Die Punkrocker, die richtigen Punkrocker, würden sagen, wir machen keinen Punk. Und die Popper sagen, wir machen keinen Pop. Also was machen wir? Wir sind Feinde, sondern Fischfilet. Auf geht der Rock am Ring, los geht's! Die Jugend auf dem Plattenland ist nicht spurlos an der Band vorübergegangen. Ihr letztes Album heißt Bleiben oder Gehen, passend zur Lage in Mekpom. Eine Diskussion, die auch die Bandmitglieder schon häufiger führen mussten. Du trägst im Grunde genommen deine Heimat. Ein Leben lang schleppst du diese Heimat mit sich herum. Du bist hier aufgewachsen, sozialisiert worden. Du bist quasi Mekpom, egal wie weit du wegziehst. Kennst du den Spruch? Du kriegst die Jungs aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Jungs? Ja, genau das meine ich. Das ist es. Also, man wird halt auch alles langweilig. Ne? Ich meine, stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang hier gewohnt.
Du hast, jetzt, du hast hier 20 Jahre deines Lebens verbracht, bist hier geboren, bist hier aufgewachsen und irgendwann möchtest du natürlich auch mal die Welt sehen. Aber einfach irgendwie Veränderungen im Leben, ich glaube, das ist echt wichtig, dass man nicht. Aber wenn ich jetzt Freunde habe, die vielleicht nicht weiß sind oder so, ne? Eigentlich schon genug Gründe, sozusagen hier wegzuziehen. Ja, wenn du auf dem Dorf oder so lebst, dann kriegst du halt auf die Fresse oder so schwul. Kannte ich auf jeden Fall, bis ich 18 bin, kann ich keine Schwulen. Kann ich bestimmt, aber die haben sich nie geoutet, weil sie halt die Fresse weggekriegt hätten. Ne? Also Nazis in MacPom oder vielleicht nicht nur Nazis, sondern einfach so rechte, weißt du, so rechte Stimmung in der Gesellschaft, das ist hier einfach vorhanden. Ich teile Menschen nicht auf Nazis und Nicht-Nazis. Ich bin der Meinung, dass jeder einen inneren Nazi in sich trägt. Und das, das ist tagtägliche Herausforderung, den inneren Nazi in sich zu bekämpfen. Komm doch mit, weg von diesem Ort. Komm doch mit, ich gebe dir mein Wort. Komm doch mit. Hey, ist das nur für eine geile Karre? Kann ich die Karre fahren? Ja klar, Mensch, natürlich. Hey, geil. Ich wollte schon immer gefahren werden. Jetzt kann ich ja nicht mal hier. Ey, ist das geil. Mit einem Punk als Chauffeur und einem auf der Rückbank fahren wir los Richtung Wasser. Ziel der Fluss Warnow, der in die Ostsee mündet. Feine Sahne Fischfilet haben ein Tretboot der Extraklasse gechartert. Was für ein Leben. So Amazone, ostdeutsche Provinz. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Band. Ich stelle mir das Leben eines Punkmusikers eigentlich total entspannt vor. Ist das anstrengend? Musst ihr immer euch beeilen vom Konzert zum Konzert? Oder habt ihr auch noch Spaß an dieser Mucke? Beides. Ey, wir sind halt mega viel unterwegs. Ne? Guck mal, morgen fahren wir nach Österreich, den Samstag nach Italien, den Sonntag wieder hoch hier an der Küste. Wer da halt groß rumheult und rumflemmt, ja, der hat sich das falsch ausgesucht, ne? Weil dann wir wären ja nicht gezwungen, sind ja nicht an Ketten, wären wir nicht dahin geschliffen. Ja, aber bei Punk ist wichtig, so den Ausstieg nicht zu verpassen, weil du kannst ja nicht ein Leben lang das machen. Das wäre eine bestimmte Zeit und dann musst du, glaube ich, so ins Kuschelrock, so ganz... Ja, das haben wir schon längst gemacht. Das haben wir schon gemacht. Ja. Wir machen Kuschelrock. Ja. Wir machen alles. Noch ist noch ein bisschen Punk dabei, dann so ein bisschen, ne? Genau, und dann nur feine Sahne. In 2 Jahren sind wir bei R&B wahrscheinlich angekommen. Und dann wurde es wieder ernst. Also Vladimir, wenn du Bock hast, wir können hier noch eine Arschbombe machen. Ich lade dich ein auf eine Arschbombe. Von der Brücke? Von der Brücke. Ich bin ein alter Mann, da ist es viel zu hoch. Boah, ich glaube, ich habe einfach wieder nur große Fresse gehabt. Ja, mehr ich. Danke. Es gibt hier übrigens nicht nur Fans. Die Band hat sich immer wieder und mit breiter Brust gegen rechts positioniert. Sehr wichtig in einer Region, über die oft nur als braunes Land berichtet wird. Ich muss sagen, früher bin ich durch das Land hier gefahren. Mecklenburg-Vorpommern war für mich, hatte kein Gesicht. Jetzt weiß ich, wie Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Ja. Hier sind wir. Wenn ich hier durch die Gegend war, ich werde an euch denken, ich werde eure Musik hören. Geil. Feine Sahne Fischfilet. Danke. Freut mich, dass wir zusammen gebadet haben. Viel Erfolg. Ja. Unglaublich nett, diese Punks. Liebe Olga, mein erstes Fazit zu Mecklenburg-Vorpommern. Schön haben die es hier. Und mit Heiko auf der einen und feine Sahne Fischfilet auf der anderen Seite habe ich sehr gegensätzliche Typen dieser Region kennengelernt. Ihre Kunst, das haben sie gemeinsam, trifft den Nerv der Zeit. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier noch erwartet. Als ich mich am nächsten Morgen auf den Weg mache, habe ich keine lange Reise vor mir. Es geht für mich noch einmal nach Greifswald, wo ich noch Zeit habe, mich ein wenig umzusehen.
Verabredet bin ich mit dem Bildhauer Edvardas Ratsjavičius, der ursprünglich aus Litauen kommt. Dort wurde er 1974 geboren, seit 2002 lebt und arbeitet er in Greifswald. Seine Holzskulpturen entstehen auf eine ganz besondere Weise, aber dazu später mehr. Sie ähneln sich alle sehr, aber keiner ist wie die andere. Ich fahre an den Rand der Stadt, wo ich schon von Edvardas erwartet werde. Edvardas, ich grüße dich. Sollen die hier rechts? Nee, wir fahren jetzt vorne, wo dieses schwarze Auto ist, noch nach rechts. Und dann vielleicht parken wir dort so. Alles klar. Gut. Total die Aussprache von aus meiner Kindheit, so haben die Litauer gesprochen in der Armee auch. Und so. In Deutschland ist Edvardas wegen der Liebe gelandet. Früher hat er Theologie studiert, er wollte eigentlich Priester werden. Dann hat er sich aber doch für die Kunst entschieden. Sein Interesse für Philosophie ist jedoch nicht erloschen. Diese Figur zum Beispiel hier, wo ist so ein bisschen Baum und ein bisschen Mensch sozusagen. Das sozusagen, wo hört Mensch auf, wo fängt ein Baum? Oder umgedreht. Wo ist diese Grenze zwischen Natur und Mensch oder zwischen Gesellschaft und Mensch oder zwischen Gedanken, Vorstellungen von dieser Welt und von Welt sozusagen. Das ist aus einem Stück, ja? Ja, ja. Deine Werke, das sind alles Menschen, die aus den Bäumen schauen. Dass in jedem Baum eine menschliche Seele versteckt ist. Oder ich versuche das nur zu interpretieren. Ja. Warum haben Sie alle schwarze Hosen? Naja, an sich diese schwarz-weiße Bemalung, na, an sich so dient für mich mehr oder weniger als Kontrast sozusagen. Deine Menschen, also manche von ihnen, sehen aus wie gefangen, als wären sie im Holz gefangen und würden gern da raus, aber schaffen es nicht. Diese Zersplitterung für mich ist so ein bisschen wie Gedankengänge von Menschen, so was so an sich, wie das funktioniert sozusagen. Wir denken, dass wir wie Computer, weißt du, so Schubladen, so weißt du, Ordner und in Ordner noch ein paar Ordner und so. Aber im Grunde genommen ist nicht so. Ist das immer der gleiche Gedanke, den wir weiterdenken, oder immer jedes Mal ein anderer? Das beschäftigt mich auch, aber ich weiß das nicht. Wenn ich mir die Skulpturen hier so anschaue, es ist wirklich erstaunlich, wie man aus einem Stück Holz etwas so lebendig Wirkendes schaffen kann. Es reicht, wenn ich bedenke, wie die Skulpturen entstehen. Edvardas ist nämlich eher ein Mann fürs Grobe. Hier, dieses Stück, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wie heißt das? Weiß ich auch nicht. Auf Russisch heißt es Tiski. Ja? Ja, das ist ein Erbstück von meinem Vater. Er ist schon gestorben. Das ist das Einzige, was ich habe, sozusagen, von ihm so Material. Also mit diesem Ding hast du dir quasi ja, das ist alles eine künstlerische Karriere erschaffen. Ja, ja, das ist Hauptsache, sozusagen. Echt? Okay. Olga, erinnerst du dich noch an den Film Das Kettensägen-Massaker? Verrückt. Was man mit diesen Dingen so alles anstellen kann. Ich mache dann den feinen Schliff. Na warte, das ist mein erster Schritt. Aber machst du gut. Ich bin ein Großstadtmensch, ich bin gar nicht aus dem Wald. Das ist eine Freude, weißt du. Wahrscheinlich, fehlt es den Deutschen leichter, dieses Schnitzeln. Die Deutschen, die kommen alle aus dem Wald. Das ist, der Wald ist des deutschen Seelenlandschaft. So weißt du? Ja. Edvardas ist überzeugt, Holz hat immer etwas zu sagen. Warum spricht Holz zu dir? Warum Holz? Ehrlich gesagt, ich kann das nicht sagen. Ich hoffe, ich höre diese Frage. Aber das ist angenehm für mich. Ich weiß es nicht. Ich habe erste Skulptur gemacht aus Holz mit Axt. Und dann ich war so begeistert. Ich war richtig wie in einem Rausch. Das war für mich schon sozusagen, ich war wie verliebt sozusagen. Das ist sehr gut nachvollziehbar, weil Holz ein sehr aussagekräftiges Material ist. Olga, ich finde, fürs erste Mal mit Hammer und Stecheisen habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen. Am Nachmittag lädt uns ein Freund von Edvardas noch zu einem Segeltörn ein. Wie im Urlaub.
Apropos Urlaub, ich weiß gar nicht, ob ich dir erzählt habe, dass ich in Edvardes litauische Heimatstadt, Klaipėda, öfter die Sommerferien mit meinen Eltern verbracht habe. War das eigentlich eine starke Umstellung, als du hergekommen bist aus Klaipėda? Ich meine, von der Mentalität sind die Leute doch ein bisschen ähnlich. Als ich wusste, dass ich nach Deutschland komme, hatte ich richtig Angst so ein bisschen vor dieser großen Umstellung, weil ich kannte nicht Sprache. Und in erster Zeit, ich habe gar nichts verstanden, was Leute reden, aber ich habe sozusagen von Gesichtern alles gelesen und ich habe diese Gesichtssprache, wie du sagst, erkannt, so, weißt du, so wie bei uns. So. Brandenburger, meine Nachbarn reden auch nicht viel, aber du verstehst sofort alles, was passiert ist. Und die haben tatsächlich, die haben es geschafft, mit Mimik, mit Gesichtern, können sie dir alles erklären. Also, unschlagbar ist das. Edvardas hat in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Heimat gefunden. Aber wie sind eigentlich die drauf, die hier schon immer wohnen? Ich bin fest entschlossen, mich unter die Eingeborenen zu mischen. Der heiße Backfisch ist jetzt heiß. Überall ist hier Wasser. Und man ernährt sich hauptsächlich von Fisch. Heiß der Backfisch. Was würden Sie mir empfehlen? Welches Fischbrötchen schmeckt am besten? Mögen Sie gern Geräuchertes? Geräucherten Lachs zum Beispiel. Mit ein bisschen Honig-Senf-Soße ist der Renner. Kommen Sie, probieren Sie. Gib mir mal ein Stückchen Lachs, Uwe. Kleines Stück Lachs. Das naschen Sie mal. Dankeschön. Und wenn es schmeckt, gibt es auch noch ein Brötchen. Kommen Sie nur näher, nicht weglaufen. Sagen Sie, was ist eigentlich das Geheimnis von einem richtig guten Fischbrötchen? Es muss knackig sein. Das merken Sie, ich gebe Ihnen jetzt ein Brötchen. Ich glaube, das Geheimnis von einem richtig guten Fischbrötchen ist in erster Linie die Laune der Verkäuferin. Ja, so wie Sie das machen, wird jedes Brötchen schmecken. Mmh, lecker. Die Stadt, in der ich mir dieses kleine kulinarische Intermezzo vor Jahrmarktpanorama gönne, ist übrigens Wismar. Und Olga, was ich gar nicht wusste, Teile von Mecklenburg gehörten bis vor 200 Jahren tatsächlich mal zu Schweden. Im Hafen von Wismar stoße ich auf ein paar lustige Kollegen, die sogenannten Schwedenköpfe. Sie erinnern an die Zeit unter blau-gelber Flagge. Das Wetter ist gut, die Laune blendend und ich habe noch eine letzte Verabredung. Dafür muss ich noch mal richtig raus aufs Land. Und zwar nach Plüschow. Hier leben nur knapp 500 Menschen. Unter anderem die Installationskünstlerin Annette Czerny. Das Schloss Plüschow ist ein Künstlerhaus und vergibt Stipendien an Künstler aus aller Welt. Annette macht hier gerade eine Ausstellung, in der es um das Reisen und das Reisen müssen geht. Bevor ich meine Fragen an Annette loswerden kann, muss ich aber noch an ihren Türstehern vorbei. Im Zuge der globalen Erwärmung kommen immer mehr exotische Tiere nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier haben wir zum Beispiel die Mini-Lamas. Oder seid ihr hier heimisch? So, jetzt aber wirklich zu Annette. Sie wohnt in einem Anwesen neben dem Schloss. Hallo. Annette. Wladimir Kaminer. Annettes Atelier ist direkt an ihren Wohnbereich angeschlossen. Gerade arbeitet sie an ihrer nächsten Installation zum Thema Heimat. Meinem Thema also. Dazu befragt sie verschiedene Menschen und auch ich soll mich verewigen. Wenn du an den Begriff Heimat im weitesten Sinne denkst, was assoziierst du damit? Gibt es einen Begriff, gibt es ein Gefühl, ein Geruch, irgendetwas, was du dazu empfindest, sagen würdest, ein Satz, ein Wort? Ein Geruch, ja, das gibt's alles natürlich. Ja. Das Geruch meiner Heimat war die verbrannte Gummi in der U-Bahn, in unserem Metro und auf diesen unterirdischen Stationen. Immer wenn die Züge gebremst haben, roch es so stark nach verbranntes Gummi. Das habe ich geliebt. Ja, das hast du geliebt? Ja. Weil man einen Geruch aber so schlecht in Worte fassen kann,
schreibe ich «Объединяйтесь» auf die Glasscherbe. Das heißt «Vereinigt euch» und war ein omnipräsenter Leitsatz meiner sowjetischen Heimat. Was ist für dich eigentlich Heimat, Annette? Heimat hat für mich sehr viel mit Natur, mit Landschaft zu tun. Meine Großmutter hat in Mecklenburg gelebt und ich habe dort immer meine Sommerferien verbracht. Und diese Landschaft, die Kindheitserinnerung an das richtige Leben ist Mecklenburg. Wälder, Seen, Sommerferien, ewiger Sommer. Das also war das eine Reise in die Kindheit? Deswegen ja, bist du hier das gerade. War vielleicht ja eine ewige Sehnsucht nach dieser Landschaft meiner Kindheit. Annette ist in Thüringen geboren, aus der DDR geflüchtet und mittlerweile doch wieder im Osten der Republik angekommen. Ihre Wurzeln und ihre Familie sind immer wieder Teil ihrer Installationen. Das Thema Flucht treibt sie gerade aber am meisten um. Die Generation der jetzt 70-Jährigen, die vielleicht selber noch fliehen mussten aus, was weiß ich, Ostpreußen, ja, die sind so oftmals irritiert wegen der Flüchtlinge, die jetzt auch hier nach Mecklenburg kommen und sagen, ja, uns hat damals auch niemand geholfen. Also und so Sachen, wo ich auch denke, so eine Empathie aus eigenem Erleben heraus müsste eigentlich da sein, um... Warum lachst du? Nee. Ich habe mir nur vorgestellt, so ein Opa im Fenster mit Maschinengewehr. Uns hat damals auch keiner geholfen. Naja, so ähnlich ist das. Das ist wirklich von Angst bis hin zu Hass. Also wirklich, wo ich auch immer denke, wir sind alle irgendwie mal gewandert oder Nachkommen von Leuten, von Vorfahren, die nach Amerika ausgewandert sind oder von irgendwoher gekommen sind. Woher kommt diese Irritation, wenn sich Menschen bewegen? Das haben sie schon immer gemacht, Gott sei Dank. Sonst wären wir nämlich ein ganz trauriger Haufen, vermischter Eigenbrötler. Und sie werden es immer tun. Ne? Wir fahren in die St. Laurentiuskirche in Schönberg, nur eine halbe Stunde entfernt. Hier ist Annette Kuratorin einer Ausstellung über die Flucht. Ihre eigene Installation steht dort auch schon teilweise. Sie muss nur noch vervollständigt werden. Als wir eintreffen, ist Muhammad, ein junger syrischer Flüchtling, schon da. Auch er wird Teil ihrer Heimatinstallation. Wie so viele kam er vor kurzem mit dem Boot in Italien an. Seine Familie ist über ganz Europa verstreut. Er ist 18, mutterseelenallein und hat Angst vor der Abschiebung. Was ist für dich Heimat? Home for me it's a family. Where is the family? There is a home. When all family together, that's better. This is the life. Vor 25 Jahren bin ich allein gekommen nach Deutschland. Und wenig später, also 3 Jahre später, sind meine Eltern dazugekommen. Wir hatten eine Familienzusammenführung, hieß das. Mhm. Ich wünsche dir, dass es bei dir auch klappt. Dass ihr zusammenkommt. Du und deine Familie. Danke. So viele Heimatwünsche auf durchsichtigem Glas. Und wenn man durchguckt, sieht man Mecklenburg. Mhm. Ist jetzt Mecklenburg die Heimat für die ganze Welt geworden? Nee, es wäre schön, wenn die Menschen, die hier in Mecklenburg ankommen und Schutz suchen, wenn sie wenigstens vorübergehend hier eine Heimat finden würden und nicht irgendwohin zurück abgeschoben werden. Finde ich auch. Es gibt so viel Platz hier. Es ist genug Platz, genau. Und das kann es nur bunter, spannender gestalten, wenn sie hier bleiben. Bereichernd sein. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das war auf jeden Fall ein sehr berührendes Ende meiner Reise. Damit habe ich nicht gerechnet. Und nun, Olga, muss ich schon wieder zurück nach Berlin. Aber mal unter uns, dafür, dass hier so wenige Menschen leben, hat MECPOM eine großartige und lebendige Künstlerszene.
Die Künstler sind modern und haben Haltung, sie setzen sich richtig ein. Das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt aber freue ich mich auf dich und meine nächsten Abenteuer in der deutschen Provinz. Meine liebe Olga, wie versprochen berichte ich dir von meiner Reise durch die deutsche Provinz. Wir wohnen schon lange in Berlin und ich verbringe so viel Zeit damit, über die Deutschen und ihre Heimat zu schreiben. Aber wirklich verstehen? Nun will ich Ihnen über die Kultur auf die Schliche kommen, denn sie ist doch ein Spiegelbild für die Menschen, ganz besonders in der Provinz. Heute, liebe Olga, schreibe ich dir aus Mecklenburg-Vorpommern. Olga, dieses Mal also eine eher einsame Ecke der Bundesrepublik. Mecklenburg-Vorpommern. Seit der Wende sind viele Leute hier weggezogen. Das Bundesland ist von allen am dünnsten besiedelt. Dabei ist es so schön hier. Meck-Pomm, wie es fast schon liebevoll genannt wird, hat über 2000 Kilometer Küstenlinie. Aber wenn hier niemand mehr wohnt, wer soll sich dann eigentlich für die Kultur interessieren? Geschweige denn Kultur machen. Ein Künstler aus der Region ist der Fotograf Heiko Krause. Er ist in der Uckermark geboren und aufgewachsen. Manche Fotos von ihm erinnern mich an meine alte Heimat. Ich will mehr von dem Mann wissen und fahre nach Greifswald. Das liegt in Vorpommern, also im Nordosten des Bundeslandes und ist berühmt für seine Universität. Heiko kam vor vielen Jahren hierher, um zu studieren. Aus seiner deutschen demokratischen Uni-Zeit ist noch etwas hängen geblieben. Heiko? Привет, Vladimir. Привет, du. Очень приятно. Очень приятно. Ich habe gesehen, Greifswald ist noch nicht an jeder Ecke so fein herausgeputzt. Ja, es ist schon viel passiert, aber es gibt eben genau diese Ecken. Wenn man vom historischen Kern ein Stück weitergeht, plötzlich sieht die Stadt ganz anders aus. Richtig. Der Wandel der Region nach der Wende hat es Heiko angetan. Wo andere nur den Verfall und die Altlasten sehen, hält Heiko das Besondere mit seiner Kamera fest. Meistens ganz spontan. Und zwar ist das auch bei einem Fahrradausflug einfach entstanden. Es wurde eine Straße neu gemacht. Ne? Also es fand, wie gesagt, dann auch eine Veränderung natürlich statt in der Umgebung. Und das dann einzufangen und diese Gegenstände quasi in diesem Moment in so einer Schönheit einzufangen, das ist sowas, was mich dann eigentlich bewegt und was... Mit den Kollegen, genau dasselbe mache ich mit Literatur. Ja. Für seine herausragende Schwarz-Weiß-Serie Unheimlich still hat Herr Krause letztes Jahr den renommierten Rostocker Kunstpreis bekommen. Seine Bilder sind gerade von einer Ausstellung zurückgekommen und wir packen sie zusammen aus. Seine Kunst wird hier in Mecklenburg-Vorpommern richtig gefeiert. Also für deine melancholische Einstellung, glaube ich, ist der Osten genau der richtige Ort zum Fotografieren. Weil hier findest du natürlich an jeder Ecke einen riesigen Friedhof von verlorenen Hoffnungen, zerplatzten Träumen und verlassenen Autos. Für mich ist es auf jeden Fall keine Melancholie, die Traurigkeit beinhaltet. Eher vielleicht so ein Moment... Von Sehnsucht, wenn man das so ausdrücken kann. Unheimliche Stille. Das ist unheimlich still, genau. Dann will Heiko, dass ich das Wunder der Fotografie selbst erlebe. Wir fahren zusammen nach Pütnitz. Dort gibt es einen alten Flugplatz, ehemals in der Hand sowjetischer Luftstreitkräfte.
heute ein Technikmuseum. Heiko drückt mir eine Polaroid-Kamera in die Hand. So? Genau, so. So? Genau. Umhängen und dann. Könnt ihr mal lächeln? Sehr fotogen, unser Team. Ich dachte eigentlich, die Polaroid-Fotografie wäre längst ausgestorben. Von wegen. Heute gibt es eine regelrechte Renaissance. Und Heiko hat sich seine Kamera sogar selbst gebastelt. Aber wie du weißt, bin ich ja nicht der größte Fotograf. Und wenn, dann zücke ich, wie die meisten, einfach schnell mein Handy. Hier ist das plötzlich ganz anders. Das kannst nur du fotografieren, Wladimir. Guck, okay. Guck mal jetzt durch, mach jetzt mal ein Foto. Mach mal ein Foto in Richtung See. Jetzt. Lebende Menschen in einem Technikmuseum. Ein tolles Bild. Heiko ist übrigens künstlerischer Mitarbeiter an der Uni in Greifswald. Ein echter Experte also. Wie unterscheidet sich für dich ein richtiges Motiv von einem falschen? Was ist das Schöne an dieser Wand jetzt, an diesem Eisen da drauf? Also wenn du in eine völlig fremde Welt fährst, China oder Japan, wo du auch die ganzen Zeichen nicht dechiffrieren kannst, bist du erstmal von allem, was fremd ist, angetan und fotografierst auch alles. Und du brauchst eine Weile, um zu merken, was sozusagen aus diesem Alltäglichen wiederum das Besondere ist. Und für mich ist diese Konstellation einfach was Besonderes, was ich nirgendwo anders so sehe. Ganz schön geworden. Lichteinfall. Auf der Suche nach weiteren spannenden Motiven fahren wir zum Truppenübungsgelände. Ich musste sofort an meine Militärzeit in der Sowjetunion denken. Die Spuren der militärischen Vergangenheit und der Sowjetzeit sind hier in Pütnitz an jeder Ecke zu sehen. Ach, Olga, wie du weißt, habe ich selbst 2 Jahre in der Roten Armee gedient. Mit einem Panzer bin ich aber noch nie gefahren. Wir werden schon erwartet. Wo halte ich mich fest hier dann? Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja. Mensch, aber die von heute, die sind bestimmt bequemer, die Panzer. Ich muss sagen, ein bisschen beeindruckt war ich schon. Was für ein Ritt. Heiko hinter mir wurde allerdings immer stiller und blasser. Eine tiefgreifende Erfahrung. Aber jeden Tag bräuchte ich das wirklich nicht. Am Ende sind wir nur noch froh, dass wir uns heute Morgen nicht besonders schick gemacht haben und fühlen uns wie nach 2 Stunden Ausdauersport. Ich habe gedacht, der biegt jetzt irgendwie links um und die Bäume fliegen uns um die Ohren. Ja, es ist eigentlich doch ziemlich erschreckend gewesen. Die Gegend? Sehr schön. Ja. Also ich würde an deiner Stelle noch mal zu Fuß mit einem Fotoapparat dorthin gehen. Ja. Dieser Ort, Olga, erinnert mich an ein untergegangenes Land, trotz des schweren Erbes, ein deutsches Atlantis gewissermaßen. Mir scheint diese alte Geschichte hier eine Art zweites Leben zu bekommen. Es gibt eben diverse andere Orte in Mecklenburg-Vorpommern, wo das also ähnlich ist. Ne, wo also nicht ein bestimmtes halbes Jahrhundert verschwunden ist. Also jedes Gebäude war früher mal was anderes gewesen. Richtig. Der Osten hat eine Art 2 Leben. So wie die Katze am 7 hat der Osten die 2. Das kann man so sagen, ja. Ein fabelhafter Tag war das mit Heiko. Nur ein paar Kilometer westlich liegt Rostock. Eine Metropole, aber nicht die Landeshauptstadt. Das ist immer noch Schwerin. Rostock hat gut 200.000 Einwohner. Unter anderem leben hier sogar richtige Stars der Rock'n'Roll-Musik. Feine Sahne Fischfilet heißt die Punkband, die hier ihre Wurzeln hat. Die Herren kommen größtenteils vom Dorf. Kein Wunder, dass man da zum Punk wird. Gegründet hat sich die Band 2007. Heute spielen die Jungs bei Rock am Ring und die Masse jubelt ihnen zu. Wir treffen uns an einem Dönerladen. Vladimir, moin moin. Grüße. Grüße. Vladimir. Grüße. Ich bin schon lange unterwegs in Deutschland, aber zum ersten Mal in einem Bundesland des Ostens mit einer Punkband. Ist das eigentlich Punkmusik? Ist das Unterhaltung, Spaß oder politisches Statement?
Beides zusammen. Die Punkrocker, die richtigen Punkrocker, würden sagen, wir machen keinen Tango. Und die Popper sagen, wir machen keinen Pop. Also was machen wir? Wir sind Feier und Fischfilet. Auf geht der Rock am Ring, los geht's! Die Jugend auf dem Plattenland ist nicht spurlos an der Band vorübergegangen. Ihr letztes Album heißt Bleiben oder Gehen, passend zur Lage in Mekpom. Eine Diskussion, die auch die Bandmitglieder schon häufiger führen mussten. Du trägst im Grunde genommen deine Heimat ein Leben lang, schleppst du diese Heimat mit sich herum. Du bist hier aufgewachsen, sozialisiert worden. Du bist quasi Mekpom, egal wie weit du wegziehst. Kennst du den Spruch? Du kriegst die Jungs aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Jungs? Ja, ja, genau das meine ich. Das ist es. Man wird halt auch alles langweilig. Ne? Ich meine, stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang hier gewohnt. Du hast hier 20 Jahre deines Lebens verbracht, bist hier geboren, bist hier aufgewachsen und irgendwann möchtest du natürlich auch mal die Welt sehen. Aber einfach irgendwie Veränderungen im Leben, ich glaube, das ist echt wichtig, dass man nicht. Aber wenn ich jetzt Freunde habe, die vielleicht nicht weiß sind oder so, ne? Eigentlich schon genug Gründe, sozusagen hier wegzuziehen. Ja, wenn du auf dem Dorf oder so lebst, dann kriegst du halt auf die Fresse oder so schwül. Kannte ich auf jeden Fall, bis ich 18 bin, kann ich keine Schwulen. Kann ich bestimmt, aber die haben sich nie geoutet, weil sie halt die Fresse weggekriegt hätten. Ne? Also Nazis in Mekpom oder vielleicht nicht nur Nazis, sondern einfach so rechte, weißt du, so rechte Stimmung in der Gesellschaft, das ist hier einfach vorhanden. Ich teile Menschen nicht auf Nazis und Nicht-Nazis. Ich bin der Meinung, dass jeder einen inneren Nazi in sich trägt. Und das ist tagtägliche Herausforderung, den inneren Nazi in sich zu bekämpfen. Komm doch mit, weg von diesem Ort. Komm doch mit, ich gebe dir mein Wort. Komm doch mit. Ey, ist das nur eine geile Karre. Kann ich die Karre fahren? Ja klar, Mensch, natürlich. Ey, geil. Ich wollte schon immer gefahren werden. Jetzt kann ich ja nicht mal hier. Ey, ist das geil. Mit einem Punk als Chauffeur und einem auf der Rückbank fahren wir los Richtung Wasser. Ziel der Fluss Warnow, der in die Ostsee mündet. Feine Sahne Fischfilet haben ein Tretboot der Extraklasse gechartert. Was für ein Leben. Sommer, Sonne, ostdeutsche Provinz. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Band. Ich stelle mir das Leben eines Punkmusikers eigentlich total entspannt vor. Ist das anstrengend? Musst ihr immer euch beeilen vom Konzert zum Konzert? Oder habt ihr auch noch Spaß an dieser Mucke? Beides. Ey, wir sind halt mega viel unterwegs. Ne? Guck mal, morgen fahren wir nach Österreich, den Samstag nach Italien, den Sonntag wieder hoch hier an der Küste. Wer da halt groß rumheult und rumflemmt, ja, der hat sich das falsch ausgesucht, ne? Weil dann wir wären ja nicht gezwungen, sind ja nicht an Ketten, wären wir nicht dahin geschliffen. Ja, aber bei Punk ist wichtig, so den Ausstieg nicht zu verpassen, weil du kannst ja nicht ein Leben lang das machen. Das wäre eine bestimmte Zeit und dann musst du, glaube ich, so ins Kuschelrock, so ganz... Ja, das haben wir schon längst gemacht. Das haben wir schon gemacht. Ja. Wir machen Kuschelrock. Ja. Wir machen alles. Noch ist noch ein bisschen Punk dabei, dann so ein bisschen, ne? Genau, und dann nur feine Sahne. In 2 Jahren sind wir bei R&B wahrscheinlich angekommen. Und dann wurde es wieder ernst. Also Vladimir, wenn du Bock hast, wir können hier noch eine Arschbombe machen. Ich lade dich ein auf eine Arschbombe. Von der Brücke? Von der Brücke. Ich bin ein alter Mann, das ist viel zu hoch. Boah, ich glaube, ich habe einfach wieder nur große Fresse gehabt. Ja, mehr ich. Danke. Es gibt hier übrigens nicht nur Fans. Die Band hat sich immer wieder und mit breiter Brust gegen rechts positioniert. Sehr wichtig in einer Region, über die oft nur als braunes Land berichtet wird. Ich muss sagen, früher bin ich durch das Land hier gefahren. Mecklenburg-Vorpommern war für mich, hatte kein Gesicht. Jetzt weiß ich, wie Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Ja. Hier sind wir. Wenn ich hier durch die Gegend war, ich werde an euch denken, ich werde eure Musik hören. Geil. Feine Sahne, Fischfilet.
Danke, freut mich, komm rein, meine dass wir zusammen gebadet haben. Viel Erfolg. Ja. Unglaublich nett, diese Punks. Liebe Olga, mein erstes Fazit zu Mecklenburg-Vorpommern: schön haben die es hier. Und mit Heiko auf der einen und feine Sahne Fischfilet auf der anderen Seite habe ich sehr gegensätzliche Typen dieser Region kennengelernt. Ihre Kunst, das haben sie gemeinsam, trifft den Nerv der Zeit. Ich bin wirklich gespannt, was mich hier noch erwartet. Als ich mich am nächsten Morgen auf den Weg mache, habe ich keine lange Reise vor mir. Es geht für mich noch einmal nach Greifswald, wo ich noch Zeit habe, mich ein wenig umzusehen. Verabredet bin ich mit dem Bildhauer Edvardas Racevičius, der ursprünglich aus Litauen kommt. Dort wurde er 1974 geboren, seit 2002 lebt und arbeitet er in Greifswald. Seine Holzskulpturen entstehen auf eine ganz besondere Weise, aber dazu später mehr. Sie ähneln sich alle sehr, aber keine ist wie die andere. Ich fahre an den Rand der Stadt, wo ich schon von Edvardas erwartet werde. Edvardas, ich grüße dich. Sollen wir hier rechts? Nee, wir fahren jetzt vorne, wo dieses schwarze Auto ist, noch nach rechts. Und dann vielleicht parken wir dort so. Alles klar. Gut. Total die Aussprache von, aus meiner Kindheit, so haben die Litauer gesprochen in der Armee auch. Und so. In Deutschland ist Edvardas wegen der Liebe gelandet. Früher hat er Theologie studiert, er wollte eigentlich Priester werden. Dann hat er sich aber doch für die Kunst entschieden. Sein Interesse für Philosophie ist jedoch nicht erloschen. Diese Figur zum Beispiel hier, wo ist so ein bisschen Baum und ein bisschen Mensch sozusagen. Das sozusagen, wo hört Mensch auch, wo fängt ein Baum? Oder umgedreht. Wo ist diese Grenze zwischen Natur und Mensch? Oder zwischen Gesellschaft und Mensch? Oder zwischen Gedanken, Vorstellungen von dieser Welt und von Welt sozusagen? Das ist aus einem Stück, ja? Ja, ja. Deine Werke, das sind alles Menschen, die aus den Bäumen schauen. Dass in jedem Baum eine menschliche Seele versteckt ist. Oder ich versuche das nur zu interpretieren. Ja. Warum haben Sie alle schwarze Hosen? Naja, an sich diese schwarz-weiße Bemalung, na, an sich so dient für mich mehr oder weniger als Kontrast sozusagen. Denn, Deine Menschen, also manche von ihnen, sehen aus wie gefangen, als wären sie im Holz gefangen und würden gern da raus, aber schaffen es nicht. Diese Zersplitterung für mich ist so ein bisschen wie Gedankengänge von Menschen, so was so an sich, wie das funktioniert sozusagen. Wir denken, dass wir wie Computer, weißt du, so Schubladen, so weißt du, Ordner und in Ordner noch ein paar Ordner und so. Aber im Grunde genommen ist nicht so. Ist das immer der gleiche Gedanke, den wir weiterdenken, oder immer jedes Mal ein anderer? Das beschäftigt mich auch, aber ich weiß das nicht. Wenn ich mir die Skulpturen hier so anschaue, es ist wirklich erstaunlich, wie man aus einem Stück Holz etwas so lebendig Wirkendes schaffen kann. Es reicht, wenn ich bedenke, wie die Skulpturen entstehen. Edvardas ist nämlich eher ein Mann fürs Grobe. Hier, dieses Stück, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wie heißt das? Weiß ich auch nicht. Auf Russisch heißt es Tiski. Ja? Ja, das ist ein Erbstück von meinem Vater. Er ist schon gestorben. Das ist das Einzige, was ich habe, sozusagen, von ihm so Material. Also mit diesem Ding hast du dir quasi ja, das ist alles eine künstlerische Karriere erschaffen. Ja, ja, das ist Hauptsache, sozusagen. Echt? Okay. Olga, erinnerst du dich noch an den Film Das Kettensägen-Massaker? Verrückt, was man mit diesen Dingen so alles anstellen kann. Ich mache dann den feinen Schliff. Na warte, das ist mein erster Schritt. Aber machst du gut. Ich bin ein Großstadtmensch, ich bin gar nicht aus dem Wald. Das ist eine Freude, weißt du. Wahrscheinlich fällt es den Deutschen leichter, dieses Schnitzeln
Die Deutschen, die kommen alle aus dem Wald. Das ist, der Wald ist des deutschen Seelenlandschaft. So. So, weißt du? Ja. Edward ist überzeugt. Holz hat immer etwas zu sagen. Warum spricht Holz zu dir? Warum Holz? Ehrlich gesagt, ich kann das nicht sagen. Ich hoffe, ich höre diese Frage. Aber das ist angenehm für mich. Ich weiß es nicht. Ich habe erste Skulptur gemacht aus Holz mit Axt. Und dann ich war so begeistert. Ich war richtig wie in einem Rausch. Das war für mich schon sozusagen, ich war wie verliebt sozusagen. Das ist sehr gut nachvollziehbar, weil Holz ein sehr aussagekräftiges Material ist. Olga, ich finde, fürs erste Mal mit Hammer und Stecheisen habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen. Am Nachmittag lädt uns ein Freund von Edwardes noch zu einem Segeltörn ein, wie im Urlaub. Apropos Urlaub, ich weiß gar nicht, ob ich dir erzählt habe, dass ich in Edwardes litauische Heimatstadt, Klaipėda, öfter die Sommerferien mit meinen Eltern verbracht habe. War das eigentlich eine starke Umstellung, als du hierher gekommen bist, aus Klaipėda? Ich meine, von der Mentalität sind die Leute doch ein bisschen ähnlich. Als ich wusste, dass ich nach Deutschland komme, hatte ich richtig Angst so ein bisschen vor dieser großen Umstellung, weil ich kannte nicht Sprache. Und in erster Zeit, ich habe gar nichts verstanden, was Leute reden, aber ich habe sozusagen von Gesichtern alles gelesen und ich habe diese Gesichtssprache, wie du sagst, erkannt, so, weißt du, so wie bei uns. Brandenburger, meine Nachbarn reden auch nicht viel, aber du verstehst sofort alles, was passiert ist. Und die haben tatsächlich, die haben es geschafft mit Mimik, mit Gesichtern, können sie dir alles erklären. Also, unschlagbar ist das. Edwardes hat in Mecklenburg-Vorpommern eine neue Heimat gefunden. Aber wie sind eigentlich die drauf, die hier schon immer wohnen? Ich bin fest entschlossen, mich unter die Eingeborenen zu mischen. Der heiße Backfisch ist jetzt heiß. Überall ist hier Wasser. Und man ernährt sich hauptsächlich von Fisch. Heißer Backfisch. Was würden Sie mir empfehlen? Welches Fischbrötchen schmeckt am besten? Mögen Sie gern Geräuchertes? Geräucherten Lachs zum Beispiel. Mit ein bisschen Honigsenfsoße ist der Renner. Kommen Sie, probieren Sie. Gib mir mal ein Stückchen Lachs, Uwe. Kleines Stück Lachs. Das naschen Sie mal. Dankeschön. Und wenn es schmeckt, gibt es auch noch ein Brötchen. Kommen Sie nur näher, nicht weglaufen. Sagen Sie, was ist eigentlich das Geheimnis von einem richtig guten Fischbrötchen? Es muss knackig sein. Das merken Sie, ich gebe Ihnen jetzt ein Brötchen. Ich glaube, das Geheimnis von einem richtig guten Fischbrötchen ist in erster Linie die Laune der Verkäuferin. Ja, so wie Sie das machen, wird jedes Brötchen schmecken. Mmh, lecker. Die Stadt, in der ich mir dieses kleine kulinarische Intermezzo vor Jahrmarktpanorama gönne, ist übrigens Wismar. Und Olga, was ich gar nicht wusste, Teile von Mecklenburg gehörten bis vor 200 Jahren tatsächlich mal zu Schweden. Im Hafen von Wismar stoße ich auf ein paar lustige Kollegen, die sogenannten Schwedenköpfe. Sie erinnern an die Zeit unter blau-gelber Flagge. Das Wetter ist gut, die Laune blendend und ich habe noch eine letzte Verabredung. Dafür muss ich noch mal richtig raus aufs Land. Und zwar nach Plüschow. Hier leben nur knapp 500 Menschen. Unter anderem die Installationskünstlerin Annette Czerny. Das Schloss Plüschow ist ein Künstlerhaus und vergibt Stipendien an Künstler aus aller Welt. Annette macht hier gerade eine Ausstellung, in der es um das Reisen und das Reisen müssen geht. Bevor ich meine Fragen an Annette loswerden kann, muss ich aber noch an ihren Türstehern vorbei. Im Zuge der globalen Erwärmung kommen immer mehr exotische Tiere nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier haben wir zum Beispiel die Mini-Lamas. Oder seid ihr hier heimisch? So, jetzt aber wirklich zu Annette. Sie wohnt in einem Anwesen neben dem Schloss. Hallo. Annette,
Annette. Wladimir Kaminer. Annettes Atelier ist direkt an ihren Wohnbereich angeschlossen. Gerade arbeitet sie an ihrer nächsten Installation zum Thema Heimat. Meinem Thema also. Dazu befragt sie verschiedene Menschen und auch ich soll mich verewigen. Wenn du an den Begriff Heimat im weitesten Sinne denkst, was assoziierst du damit? Gibt es einen Begriff, gibt es ein Gefühl, ein Geruch, irgendetwas, was du dazu empfindest, sagen würdest, ein Satz, ein Wort? Ein Geruch, ja, das gibt's alles natürlich. Ja. Das Geruch meiner Heimat war die verbrannte Gummi in der U-Bahn, in unserem Metro und auf diesen unterirdischen Stationen. Immer wenn die Züge gebremst haben, roch es so stark nach verbranntes Gummi. Das habe ich geliebt. Ja, das hast du geliebt? Ja. Weil man einen Geruch aber so schlecht in Worte fassen kann, schreibe ich «Объединяйтесь» auf die Glasscherbe. Das heißt «Vereinigt euch» und war ein omnipräsenter Leitsatz meiner sowjetischen Heimat. Was ist für dich eigentlich Heimat, Annette? Heimat hat für mich sehr viel mit Natur, mit Landschaft zu tun. Meine Großmutter hat in Mecklenburg gelebt und ich habe dort immer meine Sommerferien verbracht. Und diese Landschaft, die Kindheitserinnerung an das richtige Leben ist Mecklenburg. Wälder, Seen, Sommerferien, ewiger Sommer. Das also war das eine Reise in die Kindheit? Deswegen ja, bist du hier das gerade. War vielleicht ja eine ewige Sehnsucht nach dieser Landschaft meiner Kindheit. Annette ist in Thüringen geboren, aus der DDR geflüchtet und mittlerweile doch wieder im Osten der Republik angekommen. Ihre Wurzeln und ihre Familie sind immer wieder Teil ihrer Installationen. Das Thema Flucht treibt sie gerade aber am meisten um. Die Generation der jetzt 70-Jährigen, die vielleicht selber noch fliehen mussten aus, was weiß ich, Ostpreußen, ja, die sind so oftmals irritiert wegen der Flüchtlinge, die jetzt auch hier nach Mecklenburg kommen und sagen, ja, uns hat damals auch niemand geholfen. Also und so Sachen, wo ich auch denke, so eine Empathie aus eigenem Erleben heraus müsste eigentlich da sein, um... Warum lachst du? Nee. Ich habe mir nur vorgestellt, so ein Opa im Fenster mit Maschinengewehr. Uns hat damals auch keiner geholfen. Naja, so ähnlich ist das. Das ist wirklich von Angst bis hin zu Hass. Also wirklich, wo ich auch immer denke, wir sind alle irgendwie mal gewandert oder Nachkommen von Leuten, von Vorfahren, die nach Amerika ausgewandert sind oder von irgendwoher gekommen sind. Woher kommt diese Irritation, wenn sich Menschen bewegen? Das haben sie schon immer gemacht, Gott sei Dank. Sonst wären wir nämlich ein ganz trauriger Haufen vermischter Eigenbrötler. Und sie werden es immer tun. Ne? Wir fahren in die St. Laurentiuskirche in Schönberg, nur eine halbe Stunde entfernt. Hier ist Annette Kuratorin einer Ausstellung über die Flucht. Ihre eigene Installation steht dort auch schon teilweise. Sie muss nur noch vervollständigt werden. Als wir eintreffen, ist Muhammad, ein junger syrischer Flüchtling, schon da. Auch er wird Teil ihrer Heimatinstallation. Wie so viele kam er vor kurzem mit dem Boot in Italien an. Seine Familie ist über ganz Europa verstreut. Er ist 18, mutterseelenallein und hat Angst vor der Abschiebung. Was ist für dich Heimat? Home for me it's a family. Where is the family? There is a home. When all family together, that's better. This is the life. Vor 25 Jahren bin ich allein gekommen nach Deutschland. Und wenig später, also 3 Jahre später, sind meine Eltern dazugekommen. Wir hatten eine Familienzusammenführung, hieß das. Mhm. Ich wünsche dir, dass es bei dir auch klappt. Dass ihr zusammenkommt. Du und deine Familie. Danke. So viele Heimatwünsche auf durchsichtigem Glas. Und wenn man durchguckt, sieht man Mecklenburg. Mhm.
ist jetzt Mecklenburg die Heimat für die ganze Welt geworden. Nee, es wäre schön, wenn die Menschen, die hier in Mecklenburg ankommen und Schutz suchen, wenn sie wenigstens vorübergehend hier eine Heimat finden würden und nicht irgendwohin zurück abgeschoben werden. Finde ich auch. Es gibt so viel Platz hier. Es ist genug Platz, genau. Und das kann es nur bunter, spannender gestalten, wenn sie hier bleiben. Bereichernd sein. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Das war auf jeden Fall ein sehr berührendes Ende meiner Reise. Damit habe ich nicht gerechnet. Und nun, Olga, muss ich schon wieder zurück nach Berlin. Aber mal unter uns, dafür, dass hier so wenige Menschen leben, hat MacPom eine großartige und lebendige Künstlerszene. Die Künstler sind modern und haben Haltung, sie setzen sich richtig ein. Das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt aber freue ich mich auf dich und meine nächsten Abenteuer in der deutschen Provinz.